Ja, und damit willkommen zurück zu einer brandneuen Aufnahme zu Let's Play Alien Isolation im Albtraummodus. Das, was gerade dort oben aus dem Lüftungsschacht geplumpst kam, war im Übrigen Herr Pimmelkopf gewesen. Der wohnt hier zur Miete und er mag keine Kinder. Er mag auch keine Erwachsenen, er mag auch keine älteren Menschen. Beziehungsweise er geht ihnen auch nicht aus dem Weg, sondern er tötet sie einfach. Ja. Ey, wo ist er denn jetzt eigentlich hingegangen? Also nicht, dass ich ihm jetzt unbedingt hinterherlaufen möchte, aber ich möchte eben halt wissen, wo er ist, damit ich auf der sicheren Seite bin. Der ist hier doch gerade eben reingestiefelt. Das gestiefelte Alien. Boah, den Witz, den musste ich gerade eben selber erstmal ein bisschen sacken lassen. Der war ja übelst gut gewesen. Nee, mal im Ernst, wo ist er denn jetzt eigentlich hin? Die Tür ist abgesichert mit einer Klammer. Hier ist einfach nur zu. Der Fahrstuhl ist außer Betrieb. Hier ist auch kein Lüftungsschacht, oder? Nee, hier ist einfach nur ein Kabelkanal mit PNG-Kabeln drin, ne? Das ist sehr schön. Du, da bleibt mir eigentlich momentan nur die Theorie, dass er wohl mit dem Fahrstuhl gefahren ist. Ja gut, okay, wenn du den ganzen Tag hinter irgendwelchen Menschen herjagst, dann hast du irgendwann auch keinen Bock mehr, Treppen zu laufen. Dann fährst du irgendwann auch Fahrstuhl. Auch als Alien kann das mal passieren. Gut, ich würde sagen, wir machen erstmal ganz kurz hier die Klammer weg. In der letzten Folge wurde ja so ein kleines Alarmsystem ausgelöst, das, wo dann eben halt die ganzen Türen einmal abgeriegelt wurden, beziehungsweise wir kamen hier unten nicht mehr raus. Und das Ganze haben wir ja gerade eben aufgehoben, haben dabei aber allerdings etwas Neues aufgescheucht und das habt ihr ja gerade schon gesehen. Achso, jetzt sind wir wieder hier, alles klar, so einmal im Kreis quasi gelaufen. Ich glaube, wir sollten uns jetzt auch ein bisschen leiser verhalten. Weil das Alien weiß bestimmt, dass wir hier sind. Es ist ja gerade nicht ohne Grund einfach so aus dem Lüftungsschacht gekommen. Tatsache, hier ist wieder offen. Und ich glaube, wir speichern auch nochmal ganz kurz. Hat, glaube ich, Vorteile, habe ich gehört. So, einmal speichern. Karte eingesteckt. Und Speicherdaten überschreiben. Das machen wir natürlich wieder mit Vergnügen. Und dann geht es auch schon weiter. Und mir fällt auch gerade so ein, wenn wir jetzt wieder nach oben gehen wollen, müssen wir natürlich aufpassen, dass diese Idioten, die uns beim letzten Mal ja zu Brei schießen wollten, nicht unbedingt wieder attackieren. Entschuldigung, wenn ich das jetzt nochmal sage, aber die Lichteffekte sind in diesem Spiel einfach so göttlich, muss ich ganz ehrlich zugeben. Einfach nur geil. So, schauen wir doch einfach mal. Ach, guck mal, die Tür ist sogar zu. Warum ist sie denn zu? Warum ist sie denn abgeschlossen? Da können wir uns... Ja, da können wir uns durchhacken. So, kein Signal. Das werden wir gleich finden. Da ist es doch schon. So, einmal den hier, einmal den hier und einmal den hier. Code akzeptiert. Zugriff gewährt und die Tür öffnet sich. Ich finde die Türen, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde die Türen irgendwie voll geil, wie die immer so aufgehen. Weiß nicht, finde ich irgendwie cool. Was? Wird? Alter! Alter! Ich muss das. Ja, das ist scheiße. Oh, der kommt hier hoch. Der kommt hier hoch. Ich verstecke mich mal ganz kurz hinter den Kisten. Oh, der kommt da. Oh, Alter, habe ich hier gerade einen Kloß in der Hose sitzen, ey. Oh, er ist zum Glück in den Lüftungsschacht gesprungen. Ich dachte, der rennt jetzt hier zu mir hin. Also Leute, ihr merkt es sicherlich schon. Ab jetzt ist es soweit. Das Alien kann uns jagen und töten. Und ganz kurz für den es interessiert. Man kann das Alien übrigens nicht töten, ja? Ich finde das eigentlich ganz cool, weil das eins von diesen Horrorspielen ist, das nicht im ständigen Rumgeballer endet. Also man muss hier schon ein bisschen rumballern bei anderen Dingen, wie zum Beispiel Menschen oder Androiden. Das Alien kann man nicht töten. Alter, das Vieh hat das ja richtig zugerichtet, ey. Alter Schwede. Alter, Frechheit, ihr da gar nicht mal Loot dabei. Ballern hier wie die Wilden rum und haben noch nicht mal Munition dann dabei. Ha! Oh, was? Was? War das gar nicht? Hä?
Kann mir mal jemand erklären, was hier gerade gewesen war? Nein, hallo! Fängt dir gut an. Gut, dass wir gespeichert haben. Was war das gerade gewesen, erst einmal? War ich jetzt einfach nur blöd gewesen oder hat mir da gerade so einen kleinen Bug gehabt, dass das Vieh einmal quasi durch die Decke in den Boden reingeflogen ist? Irgendwas ist da... Ja, kennen wir ja schon. Irgendwas ist da auf jeden Fall gerade durch den Raum geflogen. Senkrecht. Hab ich jedenfalls gesehen. Kann auch was anderes gewesen sein. Ich war der Meinung, das war das Alien gewesen, was da irgendwie rumgebackt hat. Und ja, dann kam es leider blöderweise dann, um die Ecke gepäst. War scheiße, ne? Gut, dass wir gespeichert haben. Also, nochmal kurz die Tür hacken. Und dann dürfen wir uns das ganze Spektakel nochmal angucken. Also, kein Signal. Kein Signal. Ah, hier. So, einmal den... Und einmal den und einmal den hier. So, gut akzeptiert. Und ich muss mal ganz kurz, Entschuldigung, bin ich jetzt hier... Ich muss mal ganz kurz, So, also gut, können wir weitermachen. Genau, jetzt geht wieder das große Geballer los. Das Vieh legt wieder die ganze Mannschaft um. Alter, das ist so... Aber es ist schon witzig anzusehen, ne? Schön. Was macht denn der Koffer da hinten neben den Alien? Huch, da flupst der, flupscht der einfach so raus. Der hat da irgendwie rumgebackt. War das vielleicht der Koffer eben gewesen, der da so, den ich gesehen habe, wo ich dachte, das wäre das Alien gewesen? Hä? Danke. Okay, es scheint auf jeden Fall jedes Mal erstmal kurz in den Lüftungsschacht zu hüpfen. Das ist schon mal gut. Denn solange es im Lüftungsschacht ist, kann es hier uns hier unten nicht nerven. Problem wird nur natürlich, du weißt nicht, wann es wieder rausgesprungen kommt. So, da liegen wieder Leichen. Ich würde sagen, wir lassen die Leichen jetzt einfach mal. Die haben wahrscheinlich sowieso keinen Loot dabei. Wie gesagt, Albtraummodus findest du eh kaum was. Und wir sollten jetzt ja, glaube ich, den Fahrstuhl hacken. Und hier klebt auch überall das Alienblut. Man sieht das auch gerade. Ich finde es schade, dass es nicht wie im Film sich so ein bisschen in die Texturen reinätzen würde. Das wäre echt geil. Das wäre echt etwas gewesen, das hätte ich echt mega gefeiert. Das hätte man ja eigentlich nochmal mit einem Patch irgendwie reinmachen können. Wobei, ich glaube, das wäre von der Programmierung echt ein bisschen kompliziert gewesen. Gut, ich bin erstmal weg. Ich drücke auf den Knopf. Tschüssi. Das war echt schon genug für heute, du. Ich habe eben erst die Aufnahme begonnen. Das war... Nee, ist gut. Reicht für mich. Reicht für heute. Ich beende die Aufnahme. Oh Mann, Alter. Das Alien verfügt über übernatürliche Sinne. Ja, danke, dass ich das zu Ende lesen kann. Ich lese mir aber ganz gerne die Tipps da unten durch. Mit gebastelten Geräten können sie Gegner beschädigen, außer Gefecht setzen oder ablenken. Ja, das wissen wir schon. Sammeln sie Baupläne und Ripley den Bau verschiedener und besserer Geräte zu ermöglichen. Aha. Und jetzt geht's, glaube ich, zu Sixten Communications. Da wollten wir, glaube ich, ursprünglich hingehen. Willkommen bei Sixten Communications. Bitte melden Sie sich an der Rezeption an. Okay, wir sollen uns anmelden. Und da hinten ist schon einer von diesen Androiden, die man ja schon hin und wieder in den Texten oder Audiologs erwähnt hatte. Guten Tag. Hallo? Mein Name ist Ripley. Amanda Ripley. Ich brauche Ihre Hilfe. Bitte nehmen Sie Platz. Es wird sicher gleich jemand bei Ihnen sein. Kein Wunder, dass Sixten das technische Wettrüsten verliert. Doch, man sieht aber auf jeden Fall schon, diese Androiden sind auf jeden Fall anders als die aus dem ersten Alien-Film oder Alien Covenant oder Prometheus, wie man sie da ja kannte. Da waren sie ja mehr so menschlich gewesen. Da haben sie auch mehr wie Menschen verhalten. Hier sind sie eben halt ein bisschen stumpfer, ich sag mal, aufgebaut. Schlüsselkarte benötigt. Warte mal, ich wollte... Wartet auf niemanden und man kann sich leicht überwältigt fühlen.
wissen wir, dass klare Kommunikation das höchste Ziel ist. Wir verbinden Menschen, wo auch immer sie sich befinden. Daher werden unsere Kommunikationskanäle von der Apollo-KI bedient, die all ihre Anfragen zusammenfasst, sodass ihre wichtigen Nachrichten nicht im Äther verloren gehen. Wir behalten Details im Auge, sodass nichts an ihnen vorbeizieht. Sehr interessant. Ich schaue hier nochmal ganz kurz. Ich glaube jetzt nicht, dass das Alien hier unbedingt unterwegs ist. Ich glaube, hier ist noch Safe Zone. Also hoffe ich zumindest mal, ne? Guten Tag. Wer sind denn Sie? Sehen ja eigentlich ganz nett aus, ne? Ich muss zur Kommunikationszentrale. Es ist dringend. Das ist ein eingeschränkter Bereich. Es ist ein Notfall. Verstehen Sie denn nicht, was hier los ist? Apollo hat die Lage unter Kontrolle. Ihre Anmeldung ist gleich abgeschlossen. Vergessen Sie's. Ich komme schon selber rein. Davon würde ich abraten. Was? Ey, Junge, willst du Stress oder was? Junge, was nicht abraten, ey? Junge, Alter. Entschuldigung. Hatte gerade so einen kleinen Ausraster gehabt, das passiert hin und wieder mal. Die sind mir aber nicht so ganz geheuer. Noch erscheinen sie eigentlich ganz lieb und hilfsbereit, aber... Na gut, hilfsbereit jetzt auch nicht so wirklich, aber noch sind sie ja relativ friedlich. Ich finde das diese Anspielung gerade witzig. Keine simulierten Emotionen, weißt du? Ich glaube, das sollte so eine kleine Anspielung auf Prometheus sein. Und ich weiß gar nicht, kam zuerst Alien Isolation oder Prometheus? Ich glaube, Alien Isolation nach Prometheus, ne? Ich bin mir da gar nicht mal so sicher. Na gut, könnte natürlich auch eine Anspielung auf den allerersten Alien-Film sein. Kleine Frage mal so an euch. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Würdet ihr... Also, wenn ihr so einen Androiden hättet, ne, der dann für euch so ein bisschen sauber macht und so euch ein bisschen im Haushalt helfen würde, würdet ihr so einen haben, der so richtig menschlich wirkt? Also auch wie ein Mensch richtig redet, wie ein Mensch wirkt und alles, oder lieber so einen wie diesen hier, wo man wirklich 100% sicher ist, dass es kein Mensch ist? Das wäre mal interessant. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. So, Bewegungsmelder aufnehmen. Aha, das klingt auch interessant. Eine Art Tracker. Er wurde modifiziert. Okay. Die Dinger kennt man ja natürlich auch noch aus Alien 1 und 2. Ach, guten Tag. Haben Sie sich verlaufen? Nee. Nein, kein Problem. Ich werde auf jeden Fall nochmal ein Auge auf die werfen. Nur so ganz geheuer sind die mir noch nicht. So, hier können wir nochmal... Der Typ geht mir langsam auf die Nerven. Also der Sprecher gerade. Ah, hier ist noch ein Audi-Log. Den hören wir uns mal eben ganz kurz an. Marie, falls du das hörst, ich bin auf dem Weg zu Seekson Communications. Ich habe dich nicht geweckt, weil ich weiß, dass du versucht hättest, mich aufzuhalten. Du musst verstehen, dass das unsere einzige Chance ist. Jemand muss den Funk wiederherstellen. Wir müssen sicherstellen, dass die entsprechenden Behörden zu Hause darüber Bescheid wissen, was hier vor sich geht. Keine Sorge, ich werde zurückkommen. Ich werde dich und Claire nicht zurücklassen. Ja, ich glaube, die Sache mit dem Zurücklassen ist aber dann, glaube ich, wohl eingetreten. Weil ich kann mit euch wetten, dass der bestimmt nicht überlebt hat. So, Türzugriff. Türmechanismus überbrücken. Ah, ist klar, jetzt geht die Tür hier offen. Hier offen, ey. Jetzt geht die Tür hier offen. Jetzt geht die Tür hier auf. Jetzt können wir hier nach oben gehen. Und jetzt können wir eben halt mit diesem Tracker auch sehen, wo sich was befindet. Also wir können nicht nur Androiden sehen, wir können auch die Menschen sehen, wir können auch das Alien sehen, wenn es in der Nähe ist. Ist ganz praktisch natürlich. So, hier sprechen wir nochmal ganz kurz. So, einmal überschreiben, danke sehr. Und wir machen weiter. Gut,
Ist hier vielleicht noch irgendwo eine Kiste, die man... Leider nicht, schade. So, kann ich hier Strebe entfernen? Einmal... Was? Einmal weg mit dem Ding. Ah, sieht mir aus nach Duschen. Cool, cool. Ja, schön, schön. Und was ist hier noch? So, Sensor einsammeln. Oh, wir haben keinen. Warte mal. Die Markierung am Rand des Bewegungsmelders zeigt ihr den Weg an. Dir den Weg an, Entschuldigung. Ja, das ist dieser kleine Balken, der am Rand vom Bildschirm da so hin und her zappelt. Übrigens, das Flackern hast du auch nur im Albtraummodus. Wollte ich mal kurz erwähnen. Also, wenn du die normalen Modis spielst oder die, anderen eben halt, da hast du das Flackern nicht. Da hast du wirklich ein schönes, starkes Bild. Hier ist das nochmal richtig schön am Flackern. So, wir haben keinen Platz mehr für einen Sensor. Allerdings kann man das schnell ändern, indem man nämlich einmal den hier und den hier macht und dann was herstellt. So, und da kann man das nämlich noch einsammeln. Und hier liegt noch ein Bauplan für einen Geräuschmacher. Das klingt nützlich. Das klingt überaus nützlich. Hier kann ich wieder Radio anmachen. Joa. Bringt ein bisschen Stimmung rein, ne? So, hier eine kleine Sitzecke. Ist aber leider auch nichts drin. Hier können wir noch eine Tür aufmachen. So. Huch, ich hatte gerade einen Piep gehabt. Irgendwas habe ich hier gerade. Ich sehe es nirgendwo. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem Ding bist du noch paranoider als sonst, ne? Weil du ständig weißt, wenn sich was in der Nähe befindet. Ach so, okay, jetzt sind wir wieder hier, alles klar, wir sind hier quasi einmal außen rumgelaufen. Okay, alles klar. Dann ist ja gut. Ah, hier kann ich irgendwas machen. Ein Förderband. Ich frage mich ja gerade ernsthaft, welcher Programmierer eigentlich auf die geniale Idee kam, einfach nur für so eine kleine Kleinigkeit so eine Animation zu entwickeln. Würde mich mal interessieren. Ja. So, ja auch nochmal. Pass mal auf, wir machen mal kurz eine kleine Wette, ja? Wir wetten jetzt alle mal, ob was in der Kiste drin sein wird oder nicht. Ihr schreibt jetzt am besten, ihr stoppt das Video gleich einfach mal und schreibt da mal in die Kommentare, ob da was in der Kiste drin ist oder nicht. Also ich wette, da ist nichts drin. So, fertig? Gut. Dann gucken wir einmal kurz rein. Ja, ich hab gewonnen, ey. Geil. Jetzt krieg ich 10 Euro von euch. Da sitzt doch einer, oder nicht? Guten Tag. Sie betreten einen eingeschränkten Bereich. Oh, Entschuldigung, das... Bitte gehen Sie. Entschuldigung. Lassen Sie mich rein. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Es tut mir leid, das kann ich nicht zulassen. Ripley, Amanda... Sie wurden von Apollo registriert. Willkommen auf Sevastopol. Es muss einen anderen Weg geben. Der klingt irgendwie so ein bisschen depressiv, der Android, ne? Was tippt der da eigentlich so lange? Schreibt der da einen Roman? Wir senden augenblicklich jemanden, der Ihnen Ihre Fragen beantwortet. Jetzt redet er wieder normal. Ich glaube, der hat irgendwie Stimmungsschwankungen oder sowas. Keine Ahnung. Ach, guck mal, hier steht... Hier ist noch einer. Guten Tag. Na? Und, was macht die Arbeit? Der hat bestimmt gerade Pause. Mittag. So, gut. Hier kommen wir also nicht rein. Also müssen wir einen kleinen Umweg suchen. Zum Glück haben wir noch den Hacker. Damit wir ja auch so an ein paar Ecken kommen, wo man sonst nicht hinkommt. Wie zum Beispiel durch diese Tür. Das ist aber was anderes. Jetzt müssen wir... Ah, okay, ich verstehe. Ah, scheiße. Schön. Ich frage mich ja gerade ernsthaft, wer seine Türen eigentlich mit solchen Spielereien schützt.
Also in Zukunft werde ich meine Tür auch so ein System anbauen, ja? Und dann musst du vorher Pac-Man spielen, weißt du? Und musst alle Geister töten. Und vorher kommst du nicht ins Zimmer rein. Das ist die Zukunft, Freunde. So. Warum liegen hier Patronen? What the fuck? Warum? Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Na gut, wir hüpfen mal in den Lüftungsschacht rein. So, einmal Licht an. Jetzt dürfen wir uns natürlich nur nicht von den Androiden erwischen lassen, weil wir sonst, glaube ich, ziemlich am Arsch sind. Oh, ich bin Zeus. Erkennen Sie mich nicht? Hören Sie mir zu. Wir müssen die Langstreckenkommunikation wiederherstellen. Sie werden hysterisch. Kommen Sie zurück, ich warne Sie. Na, suchen wir nach einer freundschaftlichen Lösung.